und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Leichter Leben, Zeit für mich. Heute wird es fruchtig. Ordentlich Saft mitgebracht hat Raphael Kugel, der Gründer von Ratio Drink. Ratio Drink ist ja schon, geht in den Verstand. Was es verstandesmäßig mit diesen Säften auf sich hat, das erklärt er uns gleich und hat noch Alkoholisches mitgebracht. Da freut sich die Regie schon die ganze Zeit. Und Dagmar Degari ist bei uns, die uns heute Träume deuten wird in der neuen Rubrik Traum und Traumdeutung. Und ja, wer ordentlich Alkohol genossen hat, der hat wahrscheinlich auch danach ganz wilde Träume. Also da hat Dagmar dann möglicherweise mit der Redaktion und Regie dann noch einiges aufzuarbeiten. Wir skypen auch noch mit Michael Allgeier, der sich das Horoskop von Mario Basler angeguckt hat. Der ist ja gerade bei Promi Big Brother mit am Start und ja, sorgt ja auch für den ein oder anderen coolen Spruch. Also mal gucken, wie es mit dem Sportskameraden weitergeht. Raphael Kugel, Ratio Drink, 10-jähriges Firmenjubiläum inzwischen, ja, schon. Richtig, genau. Ziemlich genau vor 10 Jahren haben wir Ratio Drink gegründet und ja, hatten eigentlich eine ganz alltägliche Sache beobachtet und gesehen, dass eigentlich auf jedem Saft oder auf 90% der Säfte, die man im Laden kaufen kann, da immer drauf steht, hergestellt aus Apfelsaftkonzentrat, genau, oder aus Orangensaftkonzentrat. Und sonst steht da eigentlich nichts drauf. Genau, ja, genau. Und dann war so die Frage, naja, eigentlich ist es ja komisch, wieso kriege ich eigentlich nirgends dieses Fruchtsaftkonzentrat direkt? Ja. Und ja, das war der Beginn einer sehr spannenden Reise. Ich wusste selber nicht, wie das eigentlich funktioniert. Ich komme gar nicht aus dem Fruchtsaftbereich. Ja. Und habe dann angefangen, da zu recherchieren, zu forschen, zu gucken. Und dann ist irgendwann eben das so weit gediehen, dass wir gesagt haben, okay, da gründen wir eine eigene Company draus. Und zwar Ratio Drink. Ist eigentlich ein total schräger Name. Ja, allerdings, weil denkt man immer so, okay, Ratio Farm kennt man da noch so. Ja, okay, ja, also wir haben keine, Medikamente, sondern Ratio ist ja der Verstand. Genau. Und wenn man sich den deutschen Fruchtsaftmarkt anschaut, dann ist es eben so, dass wir 10 Konzentrathersteller haben oder international natürlich noch deutlich mehr. Und wir haben 30 Fruchtsaftmarken. Und diese 30 Fruchtsaftmarken, die kaufen alle kreuz und quer die Konzentrate bei diesen Herstellern ein. Und dann wird noch ein schönes Video gedreht, wie, der Opa über die Plantage, genau, läuft, den Apfel poliert. Und es wird suggeriert, dass es jetzt der ganz eigene, ganz besondere Saft ist. Mhm. Eigentlich, wenn man seine Ratio einschaltet, sieht man, es ist eben genau dieses Konzentrat, was mit Wasser gemischt wird. Und im Prinzip ist es alles irgendwie das Gleiche. Ja. Und wir haben gesagt, dann, wenn es wirklich so ist, lieber Verbraucher, schalte doch deine Ratio ein und kaufe das Konzentrat direkt. Mische dein Wasser dazu. Aus dem Wasserhahn kommt das beste Wasser. Es gab jetzt eine Studie darüber, dass das Wasser aus dem Wasserhahn besser ist von der Qualität her als das meiste, genau, aus der Flasche. Jedes, was du bekommst, und sowieso inzwischen die meisten Wasser, die man bekommt im Supermarkt oder im Biomarkt, sind in Plastikflaschen, ja, zu haben. Auch da, ja, gibt es ja inzwischen etliche, ja, Studien, die, ja, belegen, da gibt es dann doch die, ja, ein oder andere Wechselwirkung, ja, und dann nimmt man eben nicht nur das Wasser in sich auf. Klar, gibt es dann auch noch ein paar Wasser in Glasflaschen, entsprechend teuer und natürlich auch schwer zu schleppen. Ja. Und wie du sagst, Studien haben immer wieder belegt, ja, also gerade in Deutschland ist das Leitungswasser eigentlich super gut, hat eine ganz, ganz tolle Qualität. Ja, und es ist auch, wenn man sich anschaut, sozusagen auf der Effizienzseite, ist es vom Aufwand, ist es ungefähr das 300-fache geringere Aufwand, dieses Wasser aus der Leitung, mhm, zu nehmen, als die ganzen Transportwege, die da dranhängen, um das Wasser in die Flasche zu bringen und dann zum Großhändler und von dort zum Einzelhändler und von dort dann zum Kunden. Also ist es auch noch ökonomisch und ökologisch zugleich, dieses Produkt, genau, dann natürlich auch. Jetzt natürlich die Frage, wenn du sagst, die ganzen Safthersteller bedienen sich im Prinzip bei den wenigen Fruchtsaftkonzentratherstellern. Ja. Bekommt ihr auch euer Konzentrat von einem dieser, genau, Hersteller? Wir beziehen das über den gleichen Weg. Mhm. Also wir haben auch eine große Partnerkälterei, mit der wir zusammenarbeiten. Die Partnerkälterei hat Verträge mit Biobauern, die eben das Obst anbauen, überwiegend von Streuobstwiesen. Und dann wird das geerntet, dann wird es zur Kälterei gebracht, wird dort zum Saft verarbeitet.
dann weiterverarbeitet zum Konzentrat, dann in unsere Packung gefüllt und dann geht die Verpackung zu unseren Kunden, die dann aus ihrem leckeren Leitungswasser und unseren leckeren Konzentraten dann ihren Saft selber mischen können. Jetzt hast du ja schon gesagt, du kommst nicht aus dem Saftbereich oder aus dem Obstbereich, kanntest dich da vorher gar nicht mit aus. Aus welchem Bereich bist du gekommen? Also aus der Betriebswirtschaft, glaube ich, ne? Ja, also ich habe BWL studiert. Aber das war, glaube ich, auch eher so ein bisschen so ein Unglücksfall. mein Ding ist, mir neue Sachen auszudenken und zu starten. Mhm. Und ich, nach dem Abitur hatte ich dann irgendwie gedacht, naja, vielleicht kann ich Fehler vermeiden, wenn ich BWL studiere. Und freue mich dann, oder anders, wenn ich nicht studiert habe und mache einen großen Fehler, fliege damit auf die Nase, dann werfe ich mir vor, das war ja leichtsinnig. Ja. Ich hatte dann auch immer gedacht, dass im BWL-Studium eben auch erklärt wird, wie komme ich eigentlich zu einem neuen Unternehmen, wie gründe ich das. Leider ist aber immer nur gewesen, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Stahlwerk und wie verwalten Sie das? Ja. Aber wie komme ich zu einem Stahlwerk, die Frage ist überhaupt nicht beantwortet worden. Dann hast du aber, sag mal so, einen Glücksfall auch während des BWL-Studiums, glaube ich, gehabt. Du bist an Günther Faltin geraten, ein Professor an der FU Berlin. Ja, ja, das war aber nach dem Studium. Das, okay. Das ist die gleiche Universität, ja. Freie Universität Berlin. Und die ist so riesig, dass ich also das gesamte Studium über nicht den Menschen gefunden habe, der mir eigentlich mit meiner Fragestellung hätte weiterhelfen können. Und ich bin dann danach bei einer großen Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatungsgesellschaft gewesen. Und erst dort habe ich dann durch Zufall von Günther Faltin gelesen, dann festgestellt, oh, der ist ja an meiner Uni, an meiner Alma Mater. Und dann habe ich noch festgestellt, dass er einen wissenschaftlichen Mitarbeiter sucht. Ja. Und dann dachte ich, das ist mein Ding. Ich werde dafür bezahlt, dass ich von ihm lerne. Das hat mir gefallen. Und dann war ich 6 Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter bei ihm. Und in dieser Zeit haben wir dann entsprechend auch Ratiodrink gemeinsam gegründet. Denn Günther Faltin, auch ein Entrepreneur, der auch Firmen selber gründet, also nicht nur das theoretische Konstrukt bietet, sondern auch wirklich alles in die Praxis umsetzt, was er denn alles so an Wissen vermittelt. Gründer der Tee-Kampagne, für die, die es vielleicht kennen, auch da genau das Gleiche, nicht eben kleine Portionen in irgendwelchen Märkten kaufen, sondern eben direkt beim Erzeuger große Portionen einkaufen und die großen Portionen entsprechend an den Endkunden weitergeben. Ja, ja. Und also Empfehlung, jeder, der sich mit Unternehmensgründung beschäftigt, sich unbedingt Günther Faltin rausnehmen, weil ich glaube, er ist einer der ganz wenigen, die zur Unternehmensgründung etwas erzählen können und die es auch wirklich selber gemacht haben. Ja. Die anderen Berater, die erzählen alle darüber, wie Unternehmensgründung geht, haben es aber selber nie gemacht. Was sollen die einem erzählen können? Genau. Und bei ihm ist man dann wirklich gut aufgehoben. Mit ihm hast du auch dieses Unternehmen zusammen gegründet, Ratiodrink, vor 10 Jahren. Genau. Inzwischen ist da viel drumherum entstanden. Es gibt eben nicht nur diese Boxen mit dem Fruchtsaftkonzentrat, sondern viele, viele Produkte drumherum. Aber eins hast du schon nur kurz erwähnt, also diese ganz schlaue Box. Was ist an dieser Box so schlau? Sie sieht aus so ähnlich einfach wie ein Tetrapack, einfach ein Pappkarton. Aber da steckt viel mehr dahinter. Ja, also das Geschickte bei dieser Box ist folgende. Wenn ich eine große Menge an Saft oder an Konzentrat habe, dann muss der ja lange haltbar sein. Mhm. Und wenn ich, weiß ich nicht, 3 Liter davon habe, das ergibt 24 Liter Saft. Wir haben da mal... Ja, hier mal Kisten aufgebaut. Ja. Also das alles, diese vielen Flaschen, diese vielen Liter, also 24 Liter, die stecken genau in dieser, kleinen Box drin. Richtig, genau. Und das muss eben lange haltbar sein, weil um das zu trinken, brauche ich halt ein halbes Jahr. Genau. Und, und so lange ist auch haltbar, ein halbes Jahr noch länger eigentlich, ne? Also wir garantieren 3 Monate. Ja. Wir haben selber Versuche und die sind schon seit 5 Jahren und sind immer noch genießbar. Die sind, irgendwann wird das Aroma flacher, aber sie sind immer noch genießbar. Mhm. Das ist so, dass die Flüssigkeit ist in einem Beutel und wenn ich hier über den Zapfhahn zapfe, dann läuft die Flüssigkeit raus, aber es kommt kein Sauerstoff rein. Mhm. Und damit ist das Konzentrat innen wie in einer geschlossenen Packung. Es weiß quasi gar nicht, dass es in der offenen Packung ist. Genau, und wird auch gar nicht schlecht. Ja, genau. Also Haltbarkeit dann also auch, muss ich mir keine Gedanken machen, selbst wenn es Single-Haushalte, gerade in Berlin, gibt es da relativ viele von. Wenn ich mir hier also so einen 3-Liter-Karton bestelle, bis ich da 24 Liter getrunken habe, das dauert halt ein kleines Weilchen. Oder Großeltern. Alle 4 Wochen fällt die Familie ein, die Enkel sind alle da und dann braucht man auf einmal ganz viel Saft.
Und danach ist wieder 4 Wochen, hat man eigentlich keinen großen Bedarf. Da eignet sich das dann auch hervorragend. Das heißt, ich stelle das hin, kann dann zapfen. Die Kinder haben extrem Spaß dran mit diesem Zapfen. Das ist für die eine ganz tolle Geschichte. Also selber zapfen, mischen, da sind die hin und weg. Und es ist haltbar, man hat die Versorgung da. Es nimmt relativ wenig Platz in der Küche weg. Man hat auch keine Schlepperei damit. Und der Postbote bringt es nach Hause, das ist ja noch besser als einkaufen gehen. Ja. Und ja, man ist dann trotzdem immer bereit, die Gäste zu empfangen mit einem leckeren Saft. Wir haben sehr, sehr hohe Temperaturen gerade. Also es ist noch mal so ein richtig schöner Restsommer. Ein sehr beliebtes Getränk, Apfelsaftschorle im Sommer. Wie machen wir es da? Also normalerweise wird hier immer gesagt, es wird gemischt im Verhältnis 1:4. Hier ist dann 1:7 in diesem Karton. Ja. Muss ich dann nochmal, weil Apfelsaftschorle ist ja Apfelsaft nochmal verdünnt mit Mineralwasser, da verdünne ich es also noch mehr. Genau. Also genau, dann nehme ich einfach direkt auch statt Leitungswasser könnte ich jetzt Mineralwasser dann nehmen. Ja, genau. Einfach Gläschen drunter, ein bisschen Konzentrat reinzapfen, je nachdem, wie stark man es haben möchte, entweder als Schorle oder eben als richtigen Saft. Und Wasser dazu kippen, mischt sich, wenn man mit Schwung eingießt, mischt sich es auch von selber, muss man gar nicht mehr umrühren und los geht's. Wir haben auch eure Internetseite uns mal angeschaut. Achso, machen wir gleich. Menschenskinder, sind wir schon wieder durch mit dem ersten Teil, aber wir haben ja noch ein bisschen, du hast auch noch ein paar schöne Produkte mitgebracht. Gucken wir gleich, wir zapfen natürlich auch gerne gleich mal selbst. Jetzt blicken wir erstmal in die Sterne. Michael Allgeier ist bei uns. Hallo Micha. Hallo Jens, grüße dich. Lieber Micha, du guckst aufmerksam Fernsehen und schaust auch gerne Promi Big Brother. Ich schaff's nie ganz bis zu Ende. Ich schlafe meistens ein. Aber meine Frau schaut fleißig. Das ist doch so spannend, ja? Und es ist ja auch ein tolles Format. Also ich finde es jetzt interessanter als zum Beispiel Dschungelcamp. Okay. Dieses Konzept mit dem oberen Bereich und dem unteren Bereich, das ist ja schon fast so wie Himmel und Hölle. Das fand ich schon ganz lustig. Und diesmal habe ich es zugegebenerweise auch öfter geschaut, weil ich total neugierig war auf den Mario Basler. Da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt kommt wirklich ein Typ, jetzt wird es interessant. Der polarisiert gewiss. Absolut, ja. Auch damals ja schon, selbst beim großen FC Bayern noch als Spieler, gerne mal neben dem Platz noch fast eine geraucht und gerne auch mal Alkohol getrunken. Also nicht so der typische akribische Sportler, der sagt, also ich ordne diesem Sport alles unter und mein Körper ist ein Tempel und da muss ich mich entsprechend ernähren. Also der hat auch gerne mal Party gefeiert und einen rausgehauen. Also nicht nur das war es. Also er ist ja wirklich eine Type, muss man sagen. Und er konnte auf dem Platz kaum laufen, weil er so viel geraucht und gefeiert hat. Aber er hat dann geniale Freistoßtore geschossen, also das war wirklich immer sensationell. Und damals in diesem legendären Endspiel, Champions League Endspiel gegen Manchester United, als die Bayern dann in der Nachspielzeit 2 Tore reinbekommen haben, hat er ja die Bayern fast schon zum Sieg geschossen mit einem Freistoßtor. Die konnte einfach, das war das, was er konnte. Also er hat so geniale Momente gehabt, aber er ist dann auch entlassen geworden. Und Uli Hoeneß hat im Nachhinein gesagt, also er hatte zu viele Ausfälle, war auch teilweise in Schlägereien verwickelt und so weiter. Also keine einfache Persönlichkeit, eine Persönlichkeit, die polarisiert. Und jetzt fand ich in Big Brother, in diesem Format, da wirkt er jetzt eigentlich sehr seriös und wie der große Papa von allen. Aber er ist halt ein Schütze. Und ein doppelter Schütze, also nicht nur die Sonne, sondern auch den Mond im Schützen, also Synonym für die Seele. Und es sind ja immer sehr gerechtigkeitsliebende Menschen, oftmals sogar Gerechtigkeitsfanatiker. Und seine Sonne, die steht nun in Spannung zu Pluto. Pluto ist die Macht, der Herrscher des Skorpions. Also ein plutonischer Mensch, also ein dominanter Mensch, man könnte auch sagen, eine Art Alpha-Tier. Mhm. Und viele sagen ja, er wird dort gewinnen, das weiß ich jetzt nicht, kann man nicht sagen, aber gute Chancen hat er bestimmt. Aber er hat diesen Anspruch zu dominieren, das macht er auf seine sehr geschickte Art und Weise, Sonne-Pluto-Quadrat. Und dann hat er noch, was auffallend ist, eine Mars-Saturn-Spannung. Die ist natürlich schon heftig,
Das ist vermutlich auch der Grund, warum er nie ein großer Trainer geworden ist, weil ich glaube, irgendwann mal tut er sich mit seinen Vorgesetzten immer wieder anlegen und auseinandersetzen. Also Master Turn ist so eine Energie, da will man seinen eigenen Willen auf Biegen und Brechen und um jeden Preis durchsetzen. Und wenn es dann Widerstände gibt, versucht man die zu brechen, koste es, was es wolle. Das ist ein schwieriger Aspekt, den viele Leistungssportler haben, der auf privater Ebene aber oft in Niederlagen münden kann. Ja, das ist natürlich, wenn man im Trainergeschäft ist, nicht ganz so einfach, wenn man dann gegen den Vorstand und gegen das Präsidium dann auch noch kämpfen muss. Da zieht man dann doch meist den Kürzeren. Also etwas diplomatisch muss man da sein. Gibt es denn im Horoskop irgendwie so eine geheime Seite von Mario Basler, die wir bisher noch gar nicht gesehen haben, die er auch gar nicht zeigt? Sieht man da was? Ja, also geheime Seiten gibt es natürlich bei jedem Menschen viele. Also ich könnte sagen, er ist ein Mensch, der sich schnell verlieben kann. Aber ich glaube, er ist ja in einer Ehe und so. Aber er ist ein Mensch, er hat die Venus im Wassermann, die ist auch sehr stark angesprochen durch Jupiter und andere Planeten. Also er ist ein Mensch, der sich sehr schnell verliebt und der da in der Vergangenheit sicher auch kein Kind von Traurigkeit war. Und also er ist rundherum ein polarisierender Mensch. Hast du denn in Sachen Liebeleien im Big Brother Haus schon irgendwas gesehen? Hat sich da was angedeutet? Also ich glaube, da ist so eine Frau drin. Ich glaube, die heißt Jessica. Die mischt die Männer ganz munter auf. Okay. Und ich glaube, gestern oder vorgestern, ich weiß nicht genau, hat sie ihn auch massiert und so in der Öffentlichkeit. Also da ist... Ja, klar. Da also wenn du Männer so lange einsperrst, gibt es auch ein Problem, ja, denke ich. Ja. Das also, ist wohl wahr. Da muss man gar nicht ein Horoskop wie Mario Basler haben und sich schnell verlieben müssen. Genau. Ich glaube, da auf jeden Fall finde ich sehr lustig, er versucht sich dort zusammenzureißen, von seiner besten Seite zu zeigen, alles zu schlichten. Und ich warte immer drauf, wann geht die Bombe hoch. Genau, also ewig kann man das Spiel dann so nicht durchhalten. Und wir haben ja jetzt gesehen, durchs Horoskop, das wird er wahrscheinlich dann auch nicht ewig durchhalten können. Bin gespannt, wie du sagst, wann der Vulkan dann ausbricht. Schauen wir mal, ja. Wann er wieder raucht. Von der Anlage her ist er dazu geneigt, manchmal Sachen zu sagen, die man nicht sagen sollte. Also, ja, die man dann sicher, auch nicht vergisst. Also in jedem Sprüche-Lexikon steht bestimmt auch einer von Mario Basler. Also genau. Da dürfen wir dann natürlich auch mal dankbar sein. Obwohl ich sagen muss, er ist ein toller Typ. Also es gibt wenig Menschen, die auch so polarisieren und trotzdem so ihren Weg gehen. Also, ja, ist auch, weil er gerade raus ist. Nicht wertend gemeint. Genau, ist auch gerade raus und sagt genau. Jedem dann auch ins Gesicht, was er von ihm hält. Also genau, da gibt es nichts hintenrum. So. Dieser Schütze-Typus, Schütze-Mensch, ganz klar. Micha, ganz lieben Dank für deinen Blick in die Sterne. Und ich nehme mal an, in der nächsten Zeit blickst du dann wieder verstärkt aufs Big Brother Haus. Genau, ja, schauen wir mal. Micha, auf jeden Fall. Andere interessante Sachen, ja. Schöne Rest, ja, gibt's allerdings. Und auch schöne Dinge draußen zu erleben bei dem Wetter. Eine schöne Restwoche und bis ganz bald wieder. Dankeschön, dir eine gute Sendung noch. Dankeschön. Ciao, bis bald, ciao. Und jetzt haben wir für Sie noch ein paar werberelevante Hinweise. Sie heißt No Eyes, geboren in Minnesota im Indian Nation Reservat. Ihre Gabe ist die Hellsichtigkeit. Sie sieht alles in der Aura und bietet außerdem spirituelle und hellsichtige Lebensberatung an. Sie ist stets im direkten Kontakt zur geistigen Welt. No Eyes arbeitet mit der Medizin der Mutter Erde, um die Selbstheilungskräfte des Körpers und der Seele anzuregen. Bringen Sie Körper, Geist und Seele in harmonischen Einklang. Tauchen Sie ein in die mystische Welt der Indianer. Spirit and Business, die TV-bekannte Runenmeisterin und Autorin Stefanie Gralewski, führt Sie in die erfolgreiche Selbstständigkeit. Themen: Marketing für spirituelle Unternehmen, Beratungstechniken, Zeitmanagement. Ein All-Inclusive-Paket inklusive Übernachtung und Vollverpflegung im 5-Sterne-Hotel in Hannover, 7. bis 9. Oktober 2016. Mehr Infos unter www.kartenlegen-berlin.de. Traum und Traumdeutung, die neue Rubrik bei Leichter Leben mit Dagmar Degari. Schwuppdiwupp, einmal eingeblendet, einmal ausgeblendet.
Und vorher da und nachher auch. Das ist siehst gut. Du, so läuft's. Letzte Woche warst du bei meiner lieben Kollegin Andrea und hast genau. die Rubrik vorgestellt und aufgerufen, die Zuschauer doch Träume zu schicken. Mhm, und es genau. sind auch einige Träume gekommen und die Redaktion hat 3 ausgewählt. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Also, da sind also 2 etwas kürzere, das glaube ich geht. Ein etwas längerer, wirklich eine sehr abstruse Geschichte. Also Träume gehen ja schon mal so ganz, ganz wild ins Kraut manchmal. Ja. Hast du einen Traum, an den du dich erinnern kannst, der immer mal wiedergekommen ist? Vielleicht oder einer, der besonders intensiv war und wo du dich auch gefragt hast, was hatte der jetzt zu bedeuten? Ja, also ich habe als Kind oft geträumt. Ich sitze im Kinderwagen. Ne? Das habe ich auch später noch geträumt. Ja. Und früher hatten wir, ich komme ja aus Düsseldorf, und wir hatten vorher eine Post. Wir hatten eine Post, da ging sie die Treppe rauf und meine Mutter hat mich draußen stehen lassen im Kinderwagen. Und auf einmal kam nicht meine Mutter raus, sondern ein Krokodil. Und ja, das ist einfach zu deuten. Aber das ist auch ein Traum, den ich auch oft noch immer im wiederholten Fall noch geträumt habe. Ach, tatsächlich? Aber mhm. heute auch noch? Nee, heute nicht mehr. Jetzt ist er verarbeitet. Jetzt ist durch damit. Mhm. Hast du auch mit der Familie drüber gesprochen? Nein. Nein. Das habe ich für mich selbst geklärt. So, aber keine Krokodil-Handtasche draus gemacht? Oder? Nein. Nein. Gut. Bin natürlich. Du hast es anders verarbeitet. Ich hätte da mal ein Träumchen für dich. Ja, schieß mal los. Ja, bin ich auch sehr gespannt, was du dazu erzählst. Der Traum ist zwar schon älter, aber ich kann mich noch ganz besonders an einen Traum erinnern, den ich 3 Nächte in Folge hatte, als ich klein war. Okay. So wie dein. Mhm. Der war für mich richtig gruselig, dass ich jedes Mal davon aufgewacht war, doch meine Neugierde hatte mich dazu gebracht, diesen erneut und weiter zu träumen. Mhm. Ich kann mich nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern, aber ich weiß noch genau, dass der Ort des Geschehens das Haus meiner Oma war. Mhm. Ich hörte immer wieder merkwürdige Geräusche, denen ich dann nachgegangen bin. Als ich mich im 1. Stock befand, hörte ich von unten einen Schrei. Ich bin runtergerannt und habe aber niemanden gefunden. Das ging ein paar Tage, also hier im Traum. Das ging ein paar Tage so, also ein paar Tage. Ja. Jedes Mal, als das passierte, verschwand ein weiteres Mitglied meiner Familie. Als es Opa, den letzten Verbliebenen außer mir, erwischte, wurde er gerade auf dem Bauch liegend die Tür hinausgeschleift. Ich konnte gerade noch seinen Oberkörper und die Arme verschwinden sehen. Mhm. Natürlich war ich hinterhergerannt und die Spur führte mich zu einer Höhle neben dem Haus. In Wirklichkeit ist diese Höhle nicht existent. Anfangs hatte ich Angst, hineinzugehen und stand daher erst einmal überrascht davor. Mhm. Das Letzte, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass in dieser Höhle so ein blaues, blibberiges Monster hauste. Nicht größer als ich, hatte keine Beine, dafür aber Ärmchen. Ein bisschen Jabba the Hutt, hört sich das an. Das ist wirklich hardcore, ne? Ja. Und mit diesen hatte es mich dann auch gepackt und in die Höhle geschleift. Spätestens da war ich leider jedes Mal aufgewacht. Würde mich echt interessieren, was dahinter steckt. Ja, es ist eigentlich relativ leicht zu deuten. Okay. Ja, weil der Ort des Geschehens ist auch immer wichtig. Die Menschen, die in einem Traum auftauchen, haben meistens nicht mit den Menschen selber, sondern mit den eigenen Charaktereigenschaften zu tun. Und mit den Charaktereigenschaften, mit denen man sich selber auseinandersetzen muss. Und sie hat in diesem Traum, sie hat ja mehrere Tage geträumt, das passt wirklich sehr, sehr gut, diese Träume, also durch diese Träume hat sie diese Charaktereigenschaften und diese Fehler in diesen Charaktereigenschaften verarbeitet. Und als sie fertig war, zumindest das Gehirn versucht, das wieder alles in Ausgleich zu bringen, ist sie in die Höhle geschleift worden. Also ob Opa oder welches Familienmitglied auch gerade weggekommen ist, das heißt also für das Gehirn, es ist wieder mal etwas verarbeitet worden. Mhm. Und dann ist sie in die Höhle geschliffen worden. Blaues Monster von mir aus, okay. Okay, Farbe kann manchmal eben auch eine Bedeutung haben, aber in dem Fall eher nicht. Hat höchstens die Bedeutung, hier ist etwas Besonderes. Schau auf dieses Problem hin. Mhm. Und sie ist jetzt zu dem Kern dieses Problems gekommen, nämlich zu diesem Monster. Eigentlich war dieses Monster das Hauptproblem von allem. Das kann zum Beispiel sein, nur mal als Beispiel, also ich habe eine Auseinandersetzung mit einer Kollegin.
Und das Gehirn oder der Traum will ja eigentlich dich mit der Nase da drauf stupsen. Das Bewusstsein ist ja normalerweise kritisch und das ist ja ausgeschaltet. Also spricht das Gehirn in Symbolen zu dir. Und in dem Fall zum Beispiel war es eine Kollegin, die zum Beispiel ein bisschen Ärger gemacht hat. Aber im Grunde genommen, das Monster will zum Beispiel damit sagen, dass nicht die Kollegin das Problem gewesen ist, sondern dahinter steckt zum Beispiel der Chef. Mhm. Ne? Also es ist immer wichtig, mal zu beobachten, wie sieht denn meine Lebenssituation aus und womit habe ich gerade ein Problem? Und es schien dann gerade so verarbeitet worden zu sein. Und durch dieses, indem sie in die Höhle geschleppt worden ist, nämlich in das Büro des Chefs vielleicht, ne, in dem Augenblick. Ne? Und damit ist das dann erledigt gewesen und dann dürfte sie normalerweise nicht mehr davon träumen. Ja, ne? Das ja ist dann, eigentlich genau, so der Hintergrund. Schien ja dann auch erledigt genau gewesen zu sein. Ja. Und also mussten erstmal ein paar Dinge geklärt werden. Richtig. So ein paar genau Charaktereigenschaften, ja, die mussten erstmal verschwinden, beziehungsweise genau verarbeitet werden. Eigene Charaktereigenschaften. Um dann zu diesem Kern genau vorzudringen. Richtig. Also erstmal ein bisschen was wegarbeiten. Es kann natürlich was anderes gewesen sein, aber normalerweise, man muss das halt mit der Lebenssituation ein bisschen vergleichen. Ne? Wir haben noch ein paar Träume, die bearbeiten wir gleich. Okay. Bin ich sehr gespannt, was gerne du dazu freu zu sagen mich hast. Du bist ja auch Beraterin bei unserem Partner Questico und da ja gibt es noch ein paar mehr und zwei stellen sich jetzt Ihnen im Bewegtbild vor. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sonja Lappesen. Lebensberatung ist neue Sich- und Handlungsweisen zu entdecken. Hinter jedem Problem, was Sie gefangen hält, verbirgt sich die Chance. Meine Ziele in der Beratung sind positive Veränderungen. Ich erkenne Hintergründe und Zusammenhänge. Ich helfe Menschen, ihren Gefühlszustand zu verbessern und ihr Ziel zu erreichen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ein herzliches Willkommen und Hallo. Mein Name ist Orina. Man nennt mich auch Madame Zamera und bin ein schamanisches, universelles Lichtmedium, verbunden mit den Engeln. Was auch immer jetzt auf Ihrer Seele drückt, wenden Sie sich vertrauensvoll an mich. Es gibt immer eine Lösung. Denn am Ende eines jeden Tunnels ist ein Licht. Nun freue ich mich auf unser persönliches Gespräch. Reiche Ihnen meine Hand. Raphael Kugel ist bei mir von Ratio Drink, Gründer nicht nur dieser Firma, sondern inzwischen auch von ein paar anderen weiteren Firmen. Du hast, glaube ich, auch mal mit Rapsöl, ich glaube, das kam das vor Ratio Drink? Ja, also das Rapskernöl, das war in meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität, war die erste Gründung, die ich dort gemacht habe. Und mir hat mal jemand gesagt, wenn du ein Unternehmen gründest, ist es im Prinzip wie Haus bauen. Ne? Das ja erste Haus baust du für deinen Feind, das zweite für deine Freunde und das dritte für dich selbst. Ja. Und beim Gründen ist es ähnlich, weil es ist einfach unglaublich komplex. Man kann wahnsinnig viele Fehler machen. Deswegen hatte ich versucht, mir mal was ganz Einfaches rauszusuchen mit nur genau einem Produkt und nur genau einer Website und ein ganz leicht zu erklärendes Produkt. Und damit zu starten und das zu nutzen, um Sachen auszuprobieren. Und wenn man dann die dort gelernt hat, kann man sich dem Nächsten zuwenden, was dann ein bisschen komplexer ist. Und wenn man das kann, dann kann man sich der übernächsten Geschichte zuwenden. Das ist so die Idee, die da mit dahinter steckt. Das heißt also, beim Rapsöl hast du dann gelernt, was du dann bei Ratio Drink alles schon wieder besser oder richtiger gemacht hast. Genau. Und das ist im Prinzip Ratio Drink, kann man dann sagen, ist das Haus für deine Freunde. Und dann hast du jetzt ein Haus gebaut? Das ist nicht nur das Haus für die Freunde, sondern das ist schon auch... Eins für dich. Was man auch für sich selber gerne baut. Natürlich, total.
Also man kann auch sagen, dass du das lebst, auch wenn du im früheren Leben oder auch im jetzigen Leben kein Obstbauer bist. Aber Obst fasziniert dich allein durch diese Firma dann natürlich immer mehr. Und es hat, ne, oder? Es ist einfach wahnsinnig spannend. Das war für mich so wie Sendung mit der Maus, aber live und in echt. Ja. Und wenn man sich dann so ein Thema annähert und dann fängt man da an, da so ein bisschen reinzupiksen und... bei dem Rapskernöl war es so, da ging es eben um Raps und tolles Öl, was man daraus pressen kann. Und auf einmal kriegt man so eine Art Rapsblick. Das heißt, also überall fällt einem auf einmal auf, fährst mit dem ICE durch die Landschaft, einmal, boah, da sind ja wahnsinnige riesen Rapsfelder. Mhm. Läufst durch einen Laden und siehst auf einmal ganz viele Rapsprodukte, die da irgendwo in den Regalen stehen. Und das Thema kommt dir überall ständig entgegen, springt dich an und... wahnsinnig spannend, eine wahnsinnig intensive Zeit auch, wenn man sich die Zeit dafür nehmen kann, das eben auch wirklich sozusagen, sich damit zu beschäftigen. Und mit dem Obst geht es dir wahrscheinlich natürlich genauso, was es dann plötzlich alles für Obstsorten gibt, von denen man vorher vielleicht noch nie was gehört hat. Ja. Und vor allem eben, dass es noch schöne Streuobstwiesen gibt, von denen es vielleicht gar nicht mehr so viele gibt, die auch immer weiter natürlich abnehmen bei der ganzen Industrialisierung der Landwirtschaft. Ja. Also aber um den Erhalt der Streuobstwiesen kümmert ihr euch eben auch. Also Einnahmen aus Ratio Drink fließen dann auch in die Erhaltung von Streuobstwiesen beispielsweise. Richtig. Wobei ich glaube, die wichtigste Maßnahme, die wir sozusagen ergreifen, um Streuobstwiesen zu erhalten, ist, dass wir versuchen, den Streuobstwiesenanteil in unseren Produkten möglichst hoch zu halten. Mhm. Weil ich kann die Streuobstwiesen am besten fördern, wenn ich die Produkte von Streuobstwiesen verarbeite und dafür sorge, dass eine Nachfrage da ist. Das heißt, das könnt ihr dann aber auch, weil du hast ja gesagt, ihr arbeitet eben mit den Konzentratherstellern. Das heißt, da könnt ihr dann auch tatsächlich mal so ein bisschen Druck ausüben oder sagen, pass auf, wir hätten gerne ich will bitte aus Streuobstwiesen die Konzentrate haben und den Streuobstwiesenanteil so hoch wie es geht. Früher waren wir 100% Streuobstwiesen, mittlerweile sind wir nur noch deutlich über 50%. Ja. Aber es wird in der Tat schwieriger. Und ihr erhöht das wieder. Ja. Wir haben jetzt viel geredet und langsam, glaube ich, einen trockenen Mund. Also wir könnten eigentlich mal was zapfen, oder? Ja. Willst du gleich probieren oder soll ich zeigen? Ja, zeig soll ich mal. Vorzapfen? Führ doch mal vor. Ich bin ja noch ein Zapffrischling. Genau, wir haben jetzt hier eine Flasche statt ein Glas. Ja. Kann man aber genauso gut draus trinken. Ja, aber man kann die aber überall mitnehmen und alle möglichen Sachen damit machen. Vor allem auch keine Plastikbecher, weil hier steht drauf Konferenzflasche. Die habt ihr eigentlich mal für so größere Konferenzen. Ja, richtig. Weil ihr gesagt habt, also Plastikbecher einsparen und wir nehmen jetzt Glasflaschen. Genau, wir sind ein Bio-Unternehmen und da muss eigentlich ein schönes Material. Und vor allem mit dem Verschluss kann ich die auch wirklich mitnehmen. Die kann ich auch in den Rucksack packen. Und total super bei Konferenzen. Dadurch, dass man das zumachen kann. Normalerweise dürfen die dann die Getränke nicht mit in den Veranstaltungsreihen reinnehmen, weil die Gläser umschmeißen, der Teppich versaut ist. Genau. Und hier sagen sie, ist zu, kein Problem, kannst du mit reinnehmen. Ja. Aber man geht einfach im Prinzip mit dem Glas oder mit der Flasche drunter. Dann hat man hier diese Flügelchen von dem Griff, die zieht man hoch. Und dann kommt das Konzentrat raus. Ich mische es jetzt ein bisschen als eine Schorle, also nicht ganz so stark. Genau, hier auf der Flasche, es ist sogar ein richtiger Saft. Ne? Ist auch so 1 plus 7 steht dann hier, das ist genau der hier. Und wenn ihr ein anderes Mischungsverhältnis habt, also andere Produkte auch noch, 1 plus 4 und 1 plus 3 sind genau hier schön die Strichelchen. Ja. Dann kann man hier, so, siehst du, kann ich also auch, dann gucke ich mal. Siehst du, ganz einfach. Genau. So ein bisschen sirupmäßig fast, ne? Genau, aber eben 100% Natur, ne? Es ist wie Sirup. Nur eben, es ist ausschließlich das drin, was im Saft ist, weniger das Wasser. Das ist jetzt relativ stark wahrscheinlich schon. Ja. Aber dann nimmt man einfach hier Wasser mit dazu. Und zwar eisgekühlt auch dieser große Glasbehälter. Auch den gibt es bei euch, ne? Den könnte man... Genau, also überall da, wo Konferenzen, wo viele Leute versorgt werden, da können wir das auch mit zur Verfügung stellen. Zapfen wir mal. Genau, einfach so. Yep. Siehst du, die Regie sagt gerade, den großen haben die nicht gefunden bei euch im Shop. Achtung, ein bisschen, genau. So. So. Ja, weil wir den derzeit für die Veranstaltungen haben. Der ist nur für die Veranstaltungen. Aber wir werden den auch in den nächsten Tagen in den Shop mit reinnehmen. Weil wir haben ständig Nachfragen dazu. Ja. Wir haben das ja erst ganz neu sozusagen mit diesen Behältern. Weil das ist schon ein schönes Produkt. Und die Leute fragen und wollen das unbedingt haben. So. Genau, jetzt macht man im Prinzip einmal zu. Jetzt sieht man, es hat sich noch nicht komplett durchgemischt, bei mir schon ein bisschen mehr. Wenn man es jetzt einmal zumacht, dreht es um, dann ist es fertig gemischt.
Erstmal zumachen hier, so. Und? Ja, 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 Sekunde, Sekunde. So. Erwischen. Zurück. Guck mal. Und jetzt. Und plopp. Genau. Prost. Du wohl. Lecker Apfelsaft. Schmeckt wirklich gut. Mhm. Und da hast du jetzt unser Berliner Leitungswasser genommen. Da ist Berliner Leitungswasser und ein bisschen Eis mit dazu und fertig. Mhm. Damit hat man alles mit dabei. Dann sagen wir Prost. Und vor allem sage ich auch schon mal Danke, denn du hast für unsere Zuschauer auch was mitgebracht. Nicht nur für uns hier zum Trinken in der Redaktion. Nämlich diesen wunderbaren Ratio Drink 3 Liter Karton Johannisbeere. Aus diesen 3 Litern kann man, wie gesagt, 24 Liter Saft dann machen. Und eine Konferenzflasche, die Sie davor noch liegen sehen. Also können Sie sich dann auch immer schön mitnehmen. Wenn Sie diesen wunderbaren Preis von Raphael Kugel gewinnen möchten, dann beantworten Sie bitte folgende Frage. Raphael Kugel präsentiert uns heute, den A. Malzdrink oder B. Ratiodrink. Relativ einfach, glaube ich, zu beantworten. Stichwort ist Kugel. Schreiben Sie Stichwort und richtige Antwort auf eine Postkarte und schicken diese an AstroTV Leichter Leben in 10452 Berlin. Einsendeschluss ist der 28.09. Und schreiben Sie auf die Postkarte auch Ihre Telefonnummer und oder Adresse, damit wir Sie im Gewinnfall erreichen können und Ihnen diesen tollen Fruchtsaft-Konzentratkarton zuschicken können mit der Konferenzflasche. Jetzt haben wir für Sie noch ein paar Berater unseres Partners Questico im Bewegtbild. Hörst du den Ruf deiner Seele? Nach deinem ganzen Glück und deiner ganzen Lebenskraft? Ich nehme deine Hand und begleite dich auf deinem Weg in dein ganzes Seelenpotenzial und die Berufung deines Herzens. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit. Denn deine Zeit ist jetzt. Das Wort Problem bedeutet für mich, lass mich das, was ich habe, anschauen, um dann eine Lösung zu finden. Und in jeder Situation gibt es eine Lösung. Ganz gleich welcher Art. Es gibt immer eine Lösung. Ich kann immer schauen, wohin mich der Weg führt, damit die Kunden dadurch besser zurechtkommen und vor allen Dingen auch ihre Träume nicht verlieren. Ich bin Coach und Astrologin. Als Coach arbeite ich neurowissenschaftlich fundiert. Ich verbinde die zwei Welten, eine Welt der Mysterium mit einer Welt der Wissenschaft. Jetzt kannst du loslassen. Der neue Anfang ist da. Prost. Ja, Prost. Ich dachte, ich mix mir mal auch ein, ne? Ja, hast du gut gemacht. Nico auch bei uns, denn junges Volk mit junger Kommunikation. Es geht um unsere Social-Media-Aktivitäten, glaube ich, ne? Genau, ich bin heute mal. Da kenne ich ja kaum das Wort. Genau, das dachte ich mir fast. Das musst du mir erstmal buchstabieren. Bin ich heute einmal kurz vorbeigeschneit, um erstmal Hallo zu sagen, liebe Zuschauer. Ich würde euch heute ganz gerne mal so ein bisschen mitnehmen in die Social-Media-Reise. Und stelle euch einfach mal so ein bisschen was vor. Und zwar? Ich habe heute nur mein Handy mitgebracht. Ja. Ein Handy hast du ja auch, ne? Ja. Da kannst du dir nämlich so ein paar Sachen runterladen. Nee. Und zwar als allererstes würde ich dir ganz gerne die AstroTV-App vorstellen. Die ich natürlich auf meinem Handy habe. Genau, so sollte das sein. Guck mal, im Hintergrund sieht man jetzt auch schon meinen Handybildschirm. Und ich gehe jetzt einmal auf die AstroTV-App und gehe jetzt nämlich einmal auf Live-TV. Da müsste man uns jetzt sehen, ne? Theoretisch müsste man uns jetzt da sehen. Aber wie Sie sehen, sehen Sie gerade nichts. Aber ich sage dazu, passiert. Ja, Technik. Wir gucken einfach mal weiter. Auf der AstroTV App. Auf jeden Fall sehen wir hier die Übersicht von unserem Programm, Leichter Leben, genau. 15 Uhr. Also Hilly Hotan ist nach uns dran. Genau, direkt gefolgt von Vadim Cence und von 17 bis 19 Uhr Theodora Contodimu live mit ihrem Shop. Also Sie haben quasi eine komplette Programmübersicht. Ja, auch auf für die nächsten Tage. Also kannst genau. du auch wir gehen einfach mal auf Freitag. Genau.
Freitag natürlich um 14 Uhr schalten Sie bitte alle wieder ein zu Leichter Leben, Zeit für mich. Direkt gefolgt von unserer Dagmar morgen um 15 Uhr, auch Mensch. Da schalten Sie bitte ein. Und dann rund um die Uhr werden Sie hier verwöhnt mit feinstem Fernsehen. Und das alles sehen Sie über diese kleine Astro-TV-App. Hier haben wir eine kleine Mediathek, Horoskope. Es gibt natürlich auch noch mehr. Laden Sie sich einfach runter im App Store, geben Sie ein Astro-TV und laden sich direkt die erste App runter. Und es ist natürlich kostenlos. Natürlich. Das war aber noch nicht alles. Nein, sondern? Ich habe noch natürlich so noch Instagram mitgebracht. Instagram ist vielleicht so Foto. Nicht so mega bekannt. Nee, ich weiß nur so Foto. Genau, ich würde einfach mal, ja, das ist unsere Instagram-Seite für die Zuschauer, die Instagram sich vielleicht zulegen wollen oder Instagram schon haben. Gehen einfach mal auf Instagram, natürlich. Habe ich jetzt dreimal hintereinander gesagt, Wahnsinn. Und gehen einfach mal zu TV Leichter Leben. Julian dann, FM Stöckel ist da auch genau, als Foto da oben rechts. Der Julian war nämlich bei uns auch schon in der Sendung. Ja. Und hier sind sie halt immer so ein bisschen up to date. Hier ist auch ein Foto von dir irgendwo? Nee, aber soll ich dir mal was sagen? Pass mal auf. Ja. Wir zwei Hübschen, wir werden jetzt einmal ein Foto machen von uns, und zwar ein Selfie. Und dann posten direkt bei Instagram. Genau, und posten das. Und genau dieses Foto, das ist jetzt leider ein bisschen schräg, aber ist ja nicht so schlimm. Das macht gar nichts. Wir sagen einfach mal, geile Sendung. Oh, das sollte man noch Deutsch sprechen können. Geile Sendung, geile Gäste. Ja. Sag ich auf okay, mach noch den Hashtag Jens und dann teile ich das Ding. Und jetzt, liebe Zuschauer von Leichter Leben, jetzt könnten Sie theoretisch auf Instagram gehen und sehen unser Foto direkt. Wahnsinn. Als erstes ist natürlich von Schönheit geprägt. Schauen Sie einfach vorbei, lassen Sie sich verzaubern von Jens Garling und mir. So. Nico Schicketanz. Ah, oh, das sagst du immer so schön. Ja. Wahnsinn. Also du solltest Moderator werden. Wäre vielleicht eine Variante. Überlege ich mal fürs nächste Mal. Sehr gut. Wir gucken einfach mal weiter. Ich habe nämlich noch zwei Sachen. Noch mehr, ne? Und zwar das. Bei Facebook sind wir auch. Facebook, das machen wir ein bisschen später. Da haben wir uns ja was überlegt. Da wollen wir ein bisschen nachher noch einen Übergang zaubern, verstehst du? Ah. Und deswegen gucken wir als erstes YouTube. Und das, da muss ich jetzt einmal kurz mein Handy weglegen. Weil? Es gibt natürlich auch eine YouTube-App, die ich persönlich jetzt nicht habe. Aber da würden wir einfach mal gleich YouTube einblenden. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, zum Beispiel die heutige Sendung gesehen haben oder vielleicht nur Ausschnitte und Sie sagen, oh, das mit dem Ratio-Drink, wie das nochmal gemischt wird, wenn Sie sich jetzt so einen Kanister gekauft haben, das würde ich ganz gerne nochmal sehen. Dann gehen Sie zu YouTube. TV Leichter Leben Astro TV und dann kommen Sie auf unsere Mediathek und dann können Sie wirklich jede Sendung innerhalb der letzten 2 bis 3 Jahre sich anschauen und Sie können einfach alles nochmal nachverfolgen. Wir sehen es jetzt gerade im Hintergrund. Gestern Xia Jilau, die gestrige Sendung ist direkt online und die heutige Sendung wird spätestens gegen 16 Uhr auch online auf YouTube zu sehen sein und hier sehen wir also aus den letzten Wochen alle unsere Gäste, die da waren. Und deswegen. Ja, und wer sagt, Mensch, den schnieken Nico, den möchte ich gerne noch mal sehen. Möchte ich mir ein paar Standbilder ausdrucken, Foto, geht natürlich auch alles. Aber es geht alles. Ja. Es ist ja, wir sind im Jahr 2016, also was heute nicht geht, das wird also brauchst du gar nicht mehr, brauchen die Mädels nicht mehr Bravo Girl kaufen und so ein Foto von dir, so ein schönes Poster übers Bett. Ah, sag das nicht. Alles selber machen. Ja, alles selber machen. Alles auf YouTube selber. Geht alles. Jetzt kommen wir zu Facebook. Und zwar, jetzt schon? Genau, Facebook, ne, wir stellen heute so 4 Sachen vor, es ist jetzt schon die 4. Sache. Und deswegen, ich befinde mich jetzt gerade wieder mit meinem Handy auf unserer Facebook-Seite, die blenden wir auch gleich nochmal extra ein, aber es gibt natürlich auch die Facebook-App. Und dort sehen wir zum Beispiel, hier ist die Monatsverlosung. Nicht verbunden, sagt mir gerade. Ich bin nicht verbunden, dann werde ich mich einmal verbinden mit Apple TV. Einmal verbinden, jetzt müsste ich wieder verbunden sein. Ja, das junge Volk kennt sich aus und kann da schnell ein Hand. So, hier sieht man jetzt zum Beispiel den heutigen Teaser. Täglich, ca. gegen 13.30 Uhr, posten wir einmal einen Teaser. Das heißt, man kann sich, wenn man vor der Sendung schon wissen will, was heute drankommt, schaut man einfach mal auf unserer Facebook-Seite vorbei. Nennt sich Leichter Leben Astro TV. Guck mal, da lache ich ganz viel. Ja, das normalerweise, wenn ich mit dir on air bin, lache ich nie. Richtig. Hier sieht man jetzt zum Beispiel unsere Gäste von gestern, Frank Bernotat und Xia Jilau, mit dir, Jens. Mhm. Wir posten nämlich auch jeden Tag nach der Sendung ein kleines Foto. Wir machen nochmal eine kleine Zusammenfassung, was ist in dieser Sendung geschehen. Wenn es Rezepte gab, posten wir auch die Rezepte. Genau, die Rezepte, dazu komme ich gleich. Und posten hier unten den Link, hier Lust bekommen.
doch noch die Sendung zu sehen, dann klickt man einmal auf den Link und kommt direkt zu YouTube, zu unserer Mediathek. Wunderbar. Und was du gerade erwähnt hast, wenn wir zum Beispiel jemanden da haben, der irgendwie ein Rezept oder sowas vorstellt, was die Sabine Salmann ganz gerne mal macht, oder irgendwie eine Internetseite oder sowas, und Sie mehr Informationen haben wollen, bekommen Sie diese Informationen auf unserer Facebook-Seite. Ein tolles Roundabout zu Leichter Leben. Und was auch auf unserer Leichter Leben-Facebook-Seite zu finden ist, ist zum Beispiel die September-Verlosung. Oh, guck mal, die könnte ich sogar direkt auch auf meinem Handy. Und zwar genau dieses Teil hier. Genau, hier, ich mach's sogar groß. Guck mal, ich kann sogar ranzoomen. Dann brauchst du jetzt nämlich nicht aufstehen und dahin gehen. Ich kann es nämlich jetzt auf meinem Handy zeigen. Wahnsinn, oder? Ja. Von wem ist denn die September-Verlosung? Linda Giese hat ein Reichtumsportemonnaie, wie man es hier sieht, ein Reichtumsportemonnaie spendiert mit dem Sri Yantra-Zeichen. Korrekt. Und wenn Sie dieses Portemonnaie gewinnen wollen, liebe Zuschauer, sollten Sie genau diesen Post auf unserer Leichter Leben Facebook-Seite teilen, liken und kommentieren. Und dann nehmen Sie automatisch an unserer September-Verlosung teil. Anfang Oktober gibt es dann den Gewinner auch auf unserer Facebook-Seite. Der ist dann ermittelt und ja, da gibt es dann Spaß. Wow. Und Reichtum. Ja. Ja. Sagst du, was und jetzt, lieber Nico, gibt's Träumchen. Ach, mit Dagmar. Ja. Ich gehe mal zu Dagmar rüber. Mit. Ich danke dir, Nico, übrigens für diese wunderbare Social-Media-Aufklärung. Prost. Schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Also ganz ehrlich, ist für mich ein Konzept, was sehr verständlich ist. Ja. Und ich werde das jetzt auch so handhaben. Und es ist auch vor allem nicht so süß. Das ist genau. Wirklich angenehm. Du kannst es dir eben so mischen, wie du gerne möchtest. Wunderbar. Also sensationell. Und wie gesagt, man schleppt sich keinen Wolf. Ist auch noch gut für die Umwelt. Wir haben Träumchen. Ich höre. Noch weitere. Gerne. So. Traum Nummer 2. In meinem Traum war ich in der gleichen Klasse wie meine Tochter. Okay. Auch schön. Gibt es ja einige Hollywood-Filme. Ja, ja. Wir saßen nebeneinander und bekamen gerade die Musikarbeit zurück. Sie hatte eine 1, was mich stolz gemacht hatte. Und dann bekam ich meinen Bogen zurück. Ich hatte eine 6 und davon bin ich dann aufgewacht. Ich weiß, ich bin musikalisch nicht die Begabteste und meine Tochter hat normal auch nicht immer die besten Noten, aber der Traum war für mich persönlich sehr verstörend. So, was ist da für eine Mutter-Tochter-Geschichte am Start? Oder hat das mit Mutter-Tochter gar nichts zu tun? Das kommt jetzt auch wieder auf die Umstände an. Es hat aber auf jeden Fall mit einem Gleichnis zu tun. Denn diese Mutter, also sie hat sich zwar jetzt als Mutter dahingestellt, aber sie vergleicht, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, also Menschen bedeuten ja immer Charaktereigenschaften, eigene Charaktereigenschaften, selten mit demjenigen, den man da gerade sieht. Ja. Und es muss so sein, dass dass das Gehirn ihr sagt, dass sie sich vergleichen soll mit einer Zeit von früher, Klassenraum, ne, das Kind, ja. Und jetzt, also sie hat eine Veränderung hinter sich oder ist gerade in der Veränderung. Das Gehirn sagt symbolisch, guck mal hier, früher warst du so, ihre Tochter, also praktisch ein Teil von ihr und sie selber heute. Also das heißt eigentlich, sie hat sich in irgendetwas verschlechtert. Mhm. Ne? Und das Gehirn will sie damit auf irgendetwas aufmerksam machen. Da soll sie bitte mal hinschauen, wo hat sie sich denn verschlechtert? Hat sie früher besser gekocht? Mhm. War sie früher besser im Lernen? Konnte sie sich früher besser konzentrieren? Und sie muss also in irgendetwas schlechter geworden sein. Und das ist das, worauf sie hingewiesen wird. Gleichzeitig aber auch zumindest immer noch so ein bisschen Mutterstolz mit drin im Traum, ne? Nee, hat, wie gesagt, mit Muttersein gar nichts zu tun. Dann haben wir noch ein Träumchen. Traum Nummer 3. Mein Traum war ohne Anfang und ohne Ende. Und unrealistisch, wo man nur hinsieht. Es ging um den Mond. Im Mond gibt es einen Ort fernab von Zeit und Raum. Wenn Vollmond ist, können ausgewählte Leute über die Mondlichtstrahlen in den Mond gebeamt werden. Dort kann man sich so lange aufhalten, wie man will. Man ist im Paradies. Und das Beste am Ganzen, wenn man sein altes Leben vermisst, kann man auch wieder zurückkehren. Auf der Erde ist keine Sekunde vergangen und gealtert ist man auch nicht. Doch wenn man wieder zurück ist,
auf der Erde, hat man nicht erneut die Chance, für die Reise ausgewählt zu werden. Also einmal quasi fürs Paradies im Mond entschieden, musst du da bleiben, wenn du sagst, ich will doch wieder Erdleben, dann... Eigentlich sehr klar. Mhm, okay. Weil der Mond steht hier für die Gefühlsebene. Es ist ja sowieso eine Gefühlsebene, das Ganze, aber es geht hier tatsächlich anscheinend um eine Entscheidung. Ja? Und man kann nicht mehr zurück zum Mond. Mhm. Also man kann nicht mehr, vielleicht will sie heiraten, vielleicht hat sie einen Heiratsantrag bekommen, zum Beispiel. Ja? Ich weiß ja nie, was die Umstände in Wirklichkeit sind. Aber wenn sie sich einmal entschieden hat, ist sie verheiratet, zum Beispiel. Ja? Und darauf will der Traum eigentlich hindeuten. Also du kannst nicht mehr zurück, wenn du dich einmal entschieden hast. Mhm. Ne? Und der Mond bedeutet eigentlich immer eine Gefühlsebene. Es geht hier also tatsächlich um Gefühle. Das heißt aber auch nicht, weil sie ja den Mond in diesem Fall so auch sehr als paradiesisch beschreibt, dass die Entscheidung, wenn ich sie getroffen habe, dass das schon eine sehr gute Entscheidung ist. Ist das ein Hinweis darauf, wenn ich die Entscheidung da und dafür treffe, ist das eine gute Entscheidung? Ja, also es wird zumindest darauf hingedeutet. Mhm. Ne? Ja. Also es wird versprochen, vielleicht ist es auch ein Arbeitsvertrag, es kann auch ein Arbeitsvertrag sein, ne? Der vielleicht auch ein bisschen weiter weg ist. Mhm. Ne? Das ist der Mond, das heißt, die Arbeitsstelle könnte vielleicht etwas weiter weg sein. Und da muss sie noch überlegen, soll ich mich dafür entscheiden? Aber es scheint ja irgendwo schon in ihrem Gehirn so zu sein, dass sie, dass es eine schöne Arbeitsstelle ist, dass sie sich dort wohlfühlen wird. Aber sie muss sich noch entscheiden. Ne? Und dann kann sie, wenn sie einmal den Arbeitsvertrag unterschrieben hat, ja nicht mehr zurück. Es sind nur Beispiele, aber es könnte sich hier also tatsächlich um eine Entscheidung, eine wichtige Entscheidung handeln. Menschenskinder. Mhm. Haben wir nächste Woche auch wieder Träumchen? Ja, ich hoffe. Traum und Traumdeutung, also es darf weiter geschrieben werden, ne? Sehr gerne, ich würde mich freuen. Mhm. Also herzlich eingeladen, liebe Zuschauer, weiter Ihre Träume uns zu schreiben, zu mailen. Und Dagmar guckt dann drauf und gerne dann auch vielleicht Begleitumstände, wenn wir es jetzt so mitbekommen haben. Ja, es ist immer wichtig, manchmal, ne? Welches Umfeld oder welche Situation hier gerade beschrieben wird. Okay, dann ganz lieben Dank erstmal bis hierhin und ich Danke bin gespannt auch. Auf die nächsten Träume. Ich auch. Wir haben für Sie noch von Gabriele Iasetta einen kleinen Hinweis. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. Also wir trinken hier im Studio schon alle inzwischen die ganze Zeit hier lecker Ratio Drink, unseren selbst zusammengemixten Saft. Super lecker, aber es gibt noch viel, viel mehr Produkte. Du bist ja ein Gründer vor dem Herrn und hast nicht nur neue Produkte, sondern damit auch ein Stück weit eine neue Firma gegründet. Also es hat jetzt nichts mit Ratio Drink zu tun. Es gibt ein Havelwasser. Ja. So, natürlich gibt es das in Berlin. Ja. Fließt die Havel und da drin ist Wasser zu finden. Wenn man genau sich anguckt, fließt sogar mehr Havelwasser durch Berlin als Spreewasser. Ja. Jeder spricht von der Spreemetropole. Ich bin dafür, dass wir das ändern, dass wir Berlin umbenennen in Havelmetropole. In die Havelmetropole. Der gesamte Wannsee ist alles Havelwasser. Stimmt, da hast du recht. Also, machen wir das. Wird offiziell beantragt, um natürlich auch deine Firma Havelwasser weiter nach vorne zu bringen. Was verbirgt sich in Havelwasser? Du hast jetzt nicht per Hand Havelwasser abgefüllt in Flaschen. Nein, nein. Havelwasser ist im Prinzip der Gegenentwurf zum Alsterwasser. Alsterwasser kennen wir, genau. Genau, Alsterwasser ist Bier mit Limo und Havelwasser ist Birnensaft mit Wein gemischt. Mm. Das ist sozusagen die Weinalternative zum Alsterwasser. Und seit dem Gedicht von Herrn Ribbeck zu Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand, ist einfach die Birne und die Havel ganz eng miteinander verknüpft. Ja. Und das ist der Punkt, deswegen kann eigentlich der Gegenentwurf zum Alsterwasser nur Havelwasser heißen, wenn eben die Birne der Hauptbestandteil da drin ist. Absolut. Das ist die Namensgebung. Außerdem eben sitzen wir in der Havelmetropole Berlin
Und das Havelland ist auch eine ganz, ganz tolle Landschaft. Und ich fahre da gerne lang und habe mit den Leuten da zu tun. Und auch den Birnbaum gesucht von Herrn Ribbeck und auch ja, gefunden, natürlich, allerdings natürlich, ja, klar. Nicht mehr komplett erhalten, ne? Ja, der ursprüngliche Birnbaum, der ist, ich glaube 1910 oder sowas war das, ist der vom Blitz getroffen worden, weil das ein bisschen mysteriös ist, weil nebendran steht ein großer Kirchturm und dann ist da der Birnbaum und diesen Birnbaum, der hat der Blitz erwischt. Aber manchmal wer ist weiß, es so. Ja. Was da im und dieser Birnbaum, da ist noch so ein Meterstück, das da noch ausgestellt ist, was man sich angucken kann. Aber es gibt in Ribbeck auch einen Birnengarten. Das ist eine Sträubswiese mit 20 Birnenbäumen drauf, die wir jetzt quasi übernommen haben. Und damit, das sind 16 unterschiedliche Sorten auf dieser Wiese. Und da wollen wir ein Stück mit zu beitragen, das wieder für die Leute zu erschließen, dass man sich über die Birnensorten informieren kann und darüber lernen kann, die unterschiedlichen Sorten sieht. Und ja, vielleicht auch mal die Kunden laden wir vielleicht mal ein zum Ernten. Und fest auf der Sträubswiese in Ribbeck. Die Regie will unbedingt trinken und sagt, wir sollen mal so eine Flasche öffnen. Ja, ich finde, trinken ist immer eine gute Idee. Also wir haben das... Guck mal, schön handlich in Eis. Und wir haben das entweder in Weiß oder in Rosé. Das heißt, das eine Mal hier haben wir Birnensaft mit Weißwein. Und mit 3,5% Alkohol. Mhm. Und hier haben wir Birnensaft mit Roséwein. Ui, und mit 6% Alkohol. Mit 6%, das ist die... Ja, muss ich natürlich mal Rosé probieren. Aber natürlich. Ja, muss ja richtig kühlen. Und ja. Die Regie kriegt nur 3,5%. Und wir müssen noch ein bisschen. Um das ein bisschen stilecht zu machen. Gibt's jetzt auch noch echter. Darf ich dir diesen Strom überhelfen? So ist es, wie wir bei Mode-Events zum Beispiel, wenn da einfach das rausgegeben wird, genau, zur Berlin Fashion Week zum Beispiel, haben wir Veranstaltungen mit dabei gehabt und dann hat man das so mit Strohhalm. Zum Wohl. Prost. Dankeschön für das Havelwasser. Es gibt auch eine Homepage dazu. Ja, havelwasser.com. Ja, ja, genau. Guck mal, da ist sie. Da kann man dann natürlich auch das leckere Havelwasser in den unterschiedlichsten. Da sieht man, wo wir überall auch schon verkauft werden. Und ansonsten gibt es auch im Onlineshop. Lecker, das ist eine gute Kombination. Ist toll, ne? Ja. Aber den Leuten vorher sagt Birne und Wein, dann sagen die, oh, geht, schmeckt das denn? Und wenn man es probiert hat, denkt man so, wow, jetzt verstehe ich, das ist ja total lecker. Absolut, also wirklich sehr, sehr leckeres Produkt. Und man kann, sieht man auf der Homepage, man kann Birnbäume spenden. Ja. Genau. Also sollen die in Ribbeck dann in eurem... Nein. Nein, die dürfen auch im eigenen Garten und die dürfen auch irgendwo in der Landschaft gepflanzt werden. Ich habe festgestellt, als ich mich dann mit der Birne ganz intensiv beschäftigt habe, eigentlich gibt es viel zu wenig Birnenbäume. Ja. Und wenn man sich anschaut, in Deutschland Apfel, 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 Apfel und insgesamt genau 3% ist Birnenanteil. Ui. Und ich finde, die Birne, die kann ganz viel tolle Sachen. Sieht man am Havelwasser. Hier. Und hier auch das Logo zum Beispiel, das war ein Foto von der Birnenblüte. Ja. Und ist davon abgeleitet sozusagen. Das heißt, die Birne ist auf jedem Produkt auch vorne Hätte ich jetzt auch nicht sagen können, dass das eine Birnenblüte ist. Ja. Ja. Weil man so wenig Birnen. Dagmar, komm auch noch zu uns. Ja, was auch trinken. Was möchtest du denn gerne? In Weiß oder in Rosé? Ich nehme auch Rosé. Komm, ich biete dir mal. Komm, du setzt dich jetzt mal hin. Das ist lieb von dir, vielen Dank. Wenn man also helfen kann. Falls ich nicht mehr stehen kann. Also dann macht ihr mal auf, wir gucken uns mal den Spruch des Tages an. Ich guck mal ganz weit. Bitte schön. Vielen Dank. Wenn du positive Gedanken in deinem Geist säst, erntest du positive Ereignisse in deinem Leben. Ja, das ist wohl wahr. Wir haben gesät, haben tolle Gäste bekommen, die auch noch lecker was mitbringen und... Das ist wirklich super, super, super lecker. Jetzt, ich meine, wir haben noch sehr, sehr heiße Tage, wo dieses Getränk absolut angemessen ist. Wir bereiten uns ja aber alle schon, sehen wir in den Supermärkten, Spekulatius und drum und dran, schon wieder auf den Winter vor. Ja. Du hast auch für die Wintersaison was mitgebracht, das ist was ganz Neues. Ja. Die heiße Havel. Genau, also die Überlegung ist, im Sommer ist das natürlich ein Getränk der Wahl, aber im Winter möchte man ab und zu auch was Heißes trinken. Und ein Glühwein ist normalerweise Wein, ganz viel Zucker und Gewürz. Ja. Und in der Regel schlechter Wein und so viel Zucker drin. Und da ist meine Überlegung dazu, wir nehmen einfach Hälfte Birnensaft, Hälfte Wein. Und dann müssen wir keinen Zucker mehr beisetzen. Haben die Süße über den Birnensaft drin.
Und dann noch ein bisschen Gewürz mit dazu und fertiges Getränk. Zum Kriegt Eistrinken. Man dann auch über Havelwasser.com? Genau. Genau, das ist dann, auch auf der da Seite. Da bitte noch mal drauf schauen, weil wir sind leider schon durch. Wir hätten es gerne, aber du hast die Flasche, also die Regie ist schon heiß drauf. Genau, man sieht dann hier auch schön mit Weihnachtssternchen drauf. Schön. Morgen wieder 14 Uhr, leichter Lebenszeit für mich. Danke, dass ihr da wart. Wir trinken ein kleines bisschen weiter. Zum Wohl. Prost. Bunten Tag noch. Tschüss. Genießen Sie das Wetter.